Hallo zusammen und willkommen zurück zu Two Point Hospital in Duckworth, immer noch. Ich bin auf dem Weg zu 3 Sternen und jetzt kommt noch mal eine neue Aufgabe rein. Ich guck mal, was das sein wird. Befördere einen Mitarbeiter, sehr gut. Ich glaube, eine Beförderung habe ich noch. Ich hoffe, es funktioniert heute. Also erstmal, dass wir es fertig kriegen, aber auch technisch. Es gab hier ein Update und ja, die haben es so ein bisschen kaputt gemacht. Ich habe also nur so nebenbei so ein 5K-Display. Und die haben halt da so Retina-Support irgendwie verändert und naja, es war vorher besser. Ich glaube, weil es keinen Retina-Support gab und wenn ich das aber jetzt mache und das Bild, also jetzt, ist egal. Das Bild ist winzig, ich spiele auf einer Briefmarke, ja, weil ich halt 1920x1080 aufnehmen will. Okay. Was haben wir jetzt? Karriere? Okay, cool. Forschungsprojekt abgeschlossen. Sehr schön, sehr schön. Notfall auf die Station. Ja, wir nehmen die an. Das wird schon gehen. Ich habe jetzt gerade nicht im Überblick. Da drüben ist die Station. Dann kann auch da noch jemand mehr arbeiten. Und wie viele Betten sind frei? 3. Jeder stirbt gerade. Das ist immer noch Diagnose. Oh Mann, komm, geh nach Hause. Ich kriege mir niemals geheilt. Auch Diagnose. Ach, so ein Mist. Da sieht man doch schon, ich hätte gleich hier bleiben können. Ja, dann wäre ich direkt... Ach so. Ja, genau. Als Achter. Sehr gut. Ne? Alle werden frei. Können hier die Notfälle rein. Ich glaube, das ist gut. Das ist gut. Minus 80.000. Schade. Ich gucke nochmal nach den aktuellen Aufgaben. Eine Beförderung, genau. Ich gucke mal ins Personal. Gehen wir alle. Und irgendwo hier zum Beispiel. Na, ich habe es immer vergessen zu gucken, wie es aussieht, wenn man jemanden befördern kann. Und dann ist das nämlich so ein hellblauer Stern. Na, aber hier hinten ist natürlich teuer. Aber das hier geht. Da machen wir eine Beförderung, kriegen 50.000 für. Wir brauchen eigentlich nur eine bessere, höhere Krankenhausstufe. Wer kommt? Filmstar. Roderick Cushion. Naja. Soll er kommen? Schildkrötensyndrom. Ja, ich habe das alles gebaut. Ne? Das war jetzt ein bisschen Geld übrig. Na, das haben wir jetzt hier. Robosauger. Kommt aber keiner. Wollen wir weiter forschen? Ich glaube, ich mache das. Achso, nee, ich habe kein Geld. Kein Geld, um das zu starten. So, wie sieht es hier aus? Hier haben wir eine neue Aufgabe. Dann gucken wir gleich mal. Flüssigkeitsanalyse hat irgendwie keiner gebraucht. Bilde Krankenpfleger aus. Und Stufe 4 Apotheke. Ich brauche halt Geld dafür, ne? Dann würde ich es machen. Wo ist denn die? Ah, da läuft. Läuft. Wenn das fertig ist. Das müsste eigentlich gleich der Fall sein. Haben wir das? Kriegen wir das noch diesen Monat denn? Ich hoffe es. Na los. Und Achtung, immer hier die Spritzen schön tief reinstecken. Bam. Dann kriegen wir nämlich auch die Apotheke hin. Auf Level 4, hoffe ich zumindest. Wir sind am Anfang von Stufe 3. Das Zimmer ist ziemlich klein. Ich guck mal. Aber für 30.000 sollten wir das eigentlich hinkriegen. Aber was hilft am meisten? Arzneischrank? Aktenschrank. Da direkt vor die Uhr. Ne? Ja, wer will schon wissen, wie spät es ist. Den Rest machen wir wahrscheinlich. Da hängt schon ein Goldstern, oder? Das sieht ganz so aus. Huch. Allein Poster wird vielleicht nicht reichen. Wir hängen alle rein. Direkt nebeneinander. Mehr haben wir nicht. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ah. 6. Da fehlt die Erleuchtung. Klaunerei, da fehlen so viele. Hier sind auch so viele Fenster. Sag mal. Das hier kann ich greifen. Aber von der Seite.
So. Jetzt haben wir erstmal wieder Platz für weitere Bilder. Ist gar nicht so einfach bei so einem kleinen Raum. Aber wir werden es schon hinkriegen. Ich versuche mal die Gemälde. Ich weiß nicht genau, ob das mehr bringt. Kann man das hier noch ein bisschen dichter ranmachen? Ja, ne? So. Aber ich würde mich da gar nicht wohlfühlen. Ne? Also wenn das jetzt so vollgeproppt ist hier mit Katzenbildchen und so. So, fertig. Und gibt 75.000. Also allein dafür ist es natürlich wert. Und wir brauchen nur noch ein bisschen was an der Stufe. Ich gucke mal ganz kurz, ob noch ein Zimmer fehlt. Wir haben natürlich das hier alles da. Ich habe auch eine Forschung schon gebaut, ein Marketing. Wir haben noch kein Café. Wie teuer? Achso, das ist 7.000 ist Minimum. Wollen wir das hier so? Das sieht irgendwie komisch aus. So direkt so dran. Können wir das irgendwie anders machen? Gib das nochmal her. Ja. Muss natürlich auch jemand eingestellt werden, wieder, der da arbeitet. Aber vielleicht macht man das hier so hin. Ja. Wieder ausgerechnet, da geht das nicht. Counter hier. Mülleimer. Hier. Sitzt der gut? Ja, sitzt gut. So Prestige. Ich glaube, Giftmüll ist ganz witzig. Nochmal zusätzlich noch mit reinmachen. Ansonsten weiß ich jetzt nicht. Vielleicht einen Süßigkeitenspender? Kann man den hier mit reinstellen? Macht das? Ah, okay, es geht. Und es reicht erstmal. Sieht ein bisschen komisch aus hier, ne? Dass das so umrandet ist. Ich. Naja, egal. Ich nehme so. Ich stelle auch nochmal jemanden ein, einen Assistenten. Falscher Knopf hier. Ruhig einen, der nichts kostet. Du hast die Weiterbildung abgeschlossen, sehr gut. Es hat noch nicht gereicht, ne, um auf Stufe 15, die 16 zu kommen. Also was fehlt da noch? Den Megascanner, ich hätte den kopieren können. Weil der ist natürlich heiß begehrt, aber ist auch ziemlich teuer. Frei, Zirkus, ne, wir haben eigentlich alles. Ja, es ist alles einmal vorhanden. Weiß eben nicht, ob es jetzt was bringt, da nochmal eine Apotheke da irgendwo hinzubauen. Oder ob wir es einfach mit Weiterbildung machen. Ne? Es ist ja auch weitere, also mehr Mitarbeiter, besseres Personal. Mal gucken. Ich lieber übers Personal, glaube ich. Dann gucken wir, ob wir noch einen Arzt finden. Es gibt jetzt keinen Dollen. So. Noch einen schönen Hausmeister, der auch was Tolles kann. Der hat so ein Weiterbildungsding. Oh, wir kommen dem näher. Wollte ich noch einen Assistenten, obwohl die sind günstiger als Pfleger. Ich überlege, was ich brauche. Apotheke wäre vielleicht ganz gut. Und Diagnostik passt nicht zusammen. Ne? In Apotheke wird dem nicht diagnostiziert.
Ach los. Reicht immer noch nicht. Ach Mann. War da nicht ein neuer Hausmeister dabei, der den gleich hätte einfangen können, den Geist? Review, ich guck mal. Also wir haben schon ein paar Auszeichnungen bekommen. Keine Todesfälle waren bisher nicht dabei. Was ist das? Ein Grafikfehler? Also muss ich auch sehr... Ja, nein, echt? Mist. Ich habe die Todkranken immer nach Hause geschickt. So, was ist es? Erhalte 200 Forschungspunkte. Wir haben gerade Geld, um eine Forschung zu starten. Ich mach mal hier weiter. Ob das was halt, ja, einfach was fertig werden muss. Und noch eine Beförderung. Ist es schon angekommen? Das ist noch nicht angekommen. Ich warte noch mit der Beförderung jetzt erst. Ist mir tatsächlich mal passiert. Habe ich jemanden befördert und dann war das hier noch nicht drin. Ja, hat nicht gezählt. So. Und mit Schildkrötensyndrom soll jemand geheilt werden. Ist aber nicht, ne? Also wir haben keine Warteliste gerade. Das heißt, wir könnten eine Marketingkampagne da starten. Und ich wüsste, wo mein Marketinglabor ist. Labor. Büro. Hier. Strecksaal. Ja. 16.000. Ich geb's aus. Oh, und der da zum Beispiel. Du da. Es stirbt eigentlich schon, ja. Er wird's nicht mal nach Hause schaffen. Okay. Ah, wir hätten aber gewusst, aber. Wie viel Prozent sind's? 7. So, nächste ist wieder Beförderung, okay. Nicht jetzt, aber wir gucken wieder ins Personal, in die Übersicht. Da gibt es noch jemanden, der befördert werden kann. Ich bin mir sicher. Aber das sind dann 44.000 im Jahr. Das wäre der nächste gewesen, ne? Wäre billiger gewesen, ja. Es sind von der Menge her, die es mehr wird im Jahr, ist glaube ich gleich. So. Was ist denn hier? Können wir die gleich zur Behandlung schicken und so Rückenschrippe haben? Die Chirurgie echt überlastet, ne? Kann ja versuchen, die vorzuziehen. Aber Todesfälle sind hier wirklich ein Problem, ne? Hier auch jemand. Ach so, hätte Termin auf... War das der, den ich gerade geschickt habe, ne? Mist. Genauso. Hier, Beförderung. Fertig. Die Aufgabe erfüllt. Es wird so langsam mehr. Wir haben es gleich. Ich weiß nicht, entweder mit Beförderung. Vielleicht ist ja doch noch hier so Chefarzt. Wir brauchen erst wieder eine Weiterbildung, bevor wir den nächsten befördern können. Psychiatrie 2. Achso, da muss man bezahlen. Diagnostik 2? Auch. Aber warum nicht? Haben wir jemanden, der es weitergeben kann? Hier. Das ist dann jemand, der schon selbst eine Ausbildung hat, jetzt Weiterbildungspunkt, was auch immer. Der kann es dann den anderen geben. Genau. Beförderung ist wieder angesagt. Sondermeldung. Wir haben nur 2 von den 6 Leuten geheilt, leider. Aber Ruf ist immer noch gut. So, Forschungspunkte, dafür gibt es Geld. Das ist also eine ziemlich leichte Einnahmequelle. Es gab auch Forschungspunkte für jeden geheilten Patienten.
habe ich jetzt, also ich glaube, es war immer ein Punkt oder sowas, dann natürlich für die gefangenen Gespenster auch. Aber mit einem Forschungszimmer ist natürlich ideal. So, war noch eine Beförderung jetzt offen? Nee, dauert noch. Und ein Upgrade, ja, das können wir machen. Das machen wir hier. Das war tatsächlich nur auf Level 1, ne, die ganze Zeit, weil ich kein Geld hatte. Ist natürlich klar, dass den Leuten hier... Oh, das war relativ teuer, aber wir machen es. Das Ding hier. Ich warte, vielleicht kommen noch andere Upgrades, also oder die Aufgabe nochmal. So, der macht eine Pause, das passt gut. Pflanzen könnten mal wieder gegossen werden, die vor allen Dingen. Und danach die Personalstimmung, ja. Jetzt nur bei 67. Stimmung hat nicht nur mit Geld zu tun. Das ist auch meine ganz persönliche Meinung. Ja, sondern Work-Life-Balance. Ja, also viele Leute sind unzufrieden, die sind dann häufig auch müde. Ja, also erschöpft. Man muss die Pausenzeiten ändern. Jetzt überlege ich gerade, wo das war. Das war hier. Man musste irgendwie hier so Übersicht Personal. Da mache ich nämlich die Pausenrichtlinie ein bisschen verändern. Zum Beispiel bei den Hausmeistern. Oder da müsste man eigentlich mehr einstellen. Gehaltszufriedenheit, okay, gut, es ist Energie aber auch, ne? Also es gibt Ausstattungslevel und so weiter, es gibt so verschiedene, also die Sachen, die die Stimmung beeinflussen, aber Tatsache, okay, Gehalt. Und was ist das Oberste? Ausstattungslevel, Krankenhausattraktivität, okay. Trotzdem will ich mit den Pausen so ein bisschen nach oben gehen. Und mit Gehalt, da könnte man nochmal gucken. Ah, das ist hier. Also hier hatte ich ja gerade geguckt. Bei allen. So, noch einer unzufrieden. Ja, so ein bisschen mehr, aber das ist halt, jetzt sind wir schon wieder im Minus. Machen wir mal erstmal so und gucken. Wie weit uns das bringt. Natürlich die Leute auch einfach durchblättern. Ja, und gucken hier Zufriedenheit, ne, wo sieht es halt aus. Die müssen mal auf Toilette. Hier jetzt nicht, ne? Also er hat eher Durst, ne? Keine Energie. Mhm. Gab Geld, guter Ruf, ja, sehr schön. Schon bei 70%. Da stirbt wieder einer. So, aber ich wollte eigentlich das Personal durchblättern. Und gucken, wer hier so am unzufriedensten ist und woran es liegt. Warum auch immer das gerade so weggeht. So. Bedürfnisse, Hunger, Durst. Ja, und deswegen, naja, und Energie. Na, und da kann man sagen, hier, du, mach einfach mal eine Pause. Hier zum Beispiel auch, ja, Pause. Ganz dringend. Ne? Und warum, also warum machen die das denn nicht? Ja? Warum sagen die nicht einfach, komm, ich kann nicht mehr, ich hab Durst, ich hab Hunger und so, dass die da immer noch weiterarbeiten, bis die so unzufrieden sind? Hier ist es auch Hunger, ja? Aber nimmt sich gerade was. Snackautomat, zack, fertig. Möchte Weiterbildung. Ah, okay, das spielt auch noch eine Rolle. Ja,
Mal sehen, ist die Zufriedenheit hier gut gewesen? Ist das hier auch möchte Weiterbildung? Unterbezahlt? Minus 25. Okay, ja, Mensch, das sagt doch was. Möchte Weiterbildung. So, weiterbilden. Ärztin. Diagnostik 2. Wir haben halt gerade kein Geld, leider. Oder? Ach doch, Moment. Diagnostik, das kann ja sie jetzt hier machen. Ja. Sehr gut. So, und los geht's. Alle Ärzte. Und wir befördern alle. Das mit dem Schildkrötensyndrom ist doch ewig. Jetzt haben wir wieder ein bisschen Geld. Die Marketingkampagne, die läuft noch, ne? Ach, gerade sagt das abgeschlossen. Okay. Jetzt brauchen wir nur noch Leute, die da auch geheilt werden können. Nicht nur behandelt. Ja, wo hatte ich das Ding hingebaut? Hier. Tja, wir können natürlich. Können wir nicht? Ich wollte gerade sagen, könnt ihr ein Upgrade installieren? Nee, geht nicht. Geht schon wieder weg. Was haben wir hier? Stufe 4 in einem Zimmertopferei. Ja, warum nicht? Gehen wir schon hin in der Zeit. Ja, die Beförderung. Okay, können wir gleich machen. Können wir vielleicht jetzt schon machen? Ich gucke nochmal. Nee. Müssen wir warten, bis die Weiterbildung da abgeschlossen ist. Ich guck gerade mal, wie lange die. Ist ja nicht so ein Tooltip. 10 bis 21 Tage, ne? Im Vergleich zu 42, ne? Wenn die so nichts können, irgendwie. Also, beziehungsweise 8, das läuft schon ein bisschen. Also, es macht aber sehr viel aus, da jemanden zu haben, der da so Kenntnisse hat. Also, Weiterbildungsqualifikationen, wie auch immer man das nennen soll. Das Upgrade hier, das läuft immer noch. Das hatte ich vorhin schon in Auftrag gegeben, ganz am Anfang. Und eigentlich hatte ich es gehofft, heute das hier abzuschließen in der Folge. Jetzt dauert es doch noch ein bisschen. Ne? Es zieht sich hin. Die Stimmung ist gerade wieder gesunken. Stationsnotfall. Ich probiere es nochmal, klar. Wenn wir wieder zwei heilen können. Was ist mit dem, ne? Seid müde Knochen, ja, okay, das wird gleich. So, Forschungspunkte. Ich würde ja wieder eine neue starten, wenn ich könnte. Wir warten aber auch viele Leute. Sitzen die nicht? Gefällt es denen hier nicht? Nicht attraktiv genug? Doch. Halt? Nö. Durst? Nö. Ja, naja gut, dann wollen die eben nicht sitzen. So, jetzt haben wir hier die Beförderung. Wieder ein bisschen Geld, aber 50.000, wir sind trotzdem im Minus. Ja, wir sind richtig böse im Minus. Diese Schildkröten-Dinger, ja, aber es wären 100.000, ne? Für diese heile XY und so gibt es immer ziemlich viel Geld. Ich frage mich, wo sind die alle? Vielleicht muss ich ja, weiterbilden, um alle, die wollen. Was haben wir hier? Assistenzärztin, was könnte die Diagnostik 2, könnte die auch bekommen? Oh, mehr gibt es jetzt nicht. Nee, dann nicht. Ich kann auch Allgemeinmedizin weitergeben. Und dann kriegt er das. Hier so die ganzen Jungschen. So. Alle, die weitergebildet werden wollen, bekommen das auch. Kriegen dann auch eine Beförderung. Und dann haben wir, glaube ich, Stufe 16 hier im Sack. Und die Personalstimmung müsste eigentlich auch hochgehen. So, das waren 60.000 für die Forschungspunkte. Ich guck
mal ganz kurz, wie es mit dem Kredit aussieht. Der läuft noch ein paar Tage. Und eine Epidemiewarnung. Ja, okay, die Leute zu finden, also das mache ich off-camera. Ja, man sucht sich da mal tot. Ja, gerade jetzt, wo ich in der Briefmarke spiele, wird es bestimmt ganz schwierig. Also, bis gleich. So, endlich geschafft. Oh, das war ganz schön schwierig. 90% Zufriedenheit. Also, ich habe Folgendes gemacht. Ich habe den Leuten die Pausenräume schön gemacht und bestimmte Toiletten zugewiesen, weil ich gesehen habe, dass immer, wenn die auf eine eklige Toilette gehen, dass dann die Stimmung runtergeht und damit die Zufriedenheit. Also eigene Personaltoiletten mit goldenen Toiletten drin und so, und dann fanden die das gut. Und jetzt habe ich noch ganz vielen Leuten emotionale Intelligenz mitgebracht, ja, also beigebracht, und dann erhöht es auch die Zufriedenheit. Und jeder, der eben sozusagen mal weitergebildet und befördert werden wollte und so, alles gegeben. Und dann ging es, und zuletzt, ich habe halt noch ein paar Leute rausgeschmissen, die nicht glücklich wurden, warum auch immer. Es gibt sogar ein paar, die sind grantig, also die sind von Hause aus unzufrieden. Die habe ich dann nicht rausgeschmissen, weil die eigentlich ganz, ganz gut bedient waren. So, also auch durch diese emotionale Intelligenz, also sagen wir mal, plus 10% Zufriedenheit, grantig minus 10%, hat sich irgendwie ausgeglichen. Also schwierig, echt schwierig, aber jetzt zu schaffen. Und ich will hier nicht weiterspielen. Also das ist echt mühselig gewesen. Und ich sag mal, ich gucke mir noch was anderes an. Achso, jetzt habe ich auch fortfahren. es gibt ja ein paar schöne neue. Hier oben fehlt noch ein Stern. Mache ich nebenbei. Oh, reden wollte ich es gar nicht. Hier unten irgendwo die neuen Sachen. Sowas hier. Grockle Bay. Oder das hier. Ich glaube, da habe ich schon angefangen. Sweaty Palms. Oh, lustiger Name. Lilac spielt das auch. Also wie gesagt, einmal angefangen. Das ist super heiß. Man muss halt dann hier anfangen zu kühlen. Könnte hier auch der Fall sein. Weiß ich noch nicht. Und es gäbe noch das Blighten. Also, na, das ist wieder erst, wenn man da und da. Okay. Was? Grockle Bay? Was ist das? Ja, okay. Also hier und da ein Stern. Dann können wir das vielleicht das als Video oder so. Ich weiß nicht genau. Bei der Karriere war noch was. Ich habe irgendwas freigeschaltet. Hier und hier. Mal sehen. Haben wir wieder 1500 Punkte. Mal gucken, was wir uns davon Schönes kaufen. Ach so, Ärztekleidung. Genau, ne, das braucht man als Nächstes. Man kann dem Personal bestimmte Kleidung zuweisen, damit man die besser erkennt von weitem. Und umbenennen. Wenn ihr Vorschläge habt, wer wie heißen soll oder wie die Räume heißen soll, schreibt es mir in die Kommentare. Setze ich dann beim nächsten Mal um. Also, apropos, genau, nächste Mal. Bis dann, ciao.